Es ist weder das böse Ausland, die inflationierenden Europäer, die uns in den Strudel ihrer Inflation hilflos hineinziehen. Noch ist es, wie Jochen Steffen vorgestern sagte, der böse Amerikaner mit seinem Vietnamkrieg, der wertloses Geld in die Welt streut und damit uns alle durch Inflationsverluste an der Finanzierung des Vietnamkriegs beteiligt. Ich hoffe, dass der Herr Bundeskanzler bei seinem nächsten Besuch im Weißen Hause hierzu nähere Erläuterungen geben wird, damit er auch weiterhin dort gefeierter Gast bleiben kann.